Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück zu Eternity's Last Unicorn. So, wir wollten die Mobgruppe da wegmachen. Und das machen wir. Hoffe ich doch. Also... nee, das passt. Ach, jetzt sind die gar nicht hier, ne? Die muss ich jetzt erstmal auslösen, weil... Oder auch nicht. Gut, okay, dann gehen wir einfach jetzt hier durchs Tor, wenn die nicht da sind. Und schauen mal hier weiter. Ich hoffe auf viele schöne Dinge. Ein Walddings. Einer der Hüter des Waldes wurde durch Magie getötet. Ich würde gerne was mitnehmen. Also ich hätte wirklich gerne... Oh. Goblins. Stellt euch drauf ein, die schaffen wir nicht. Ah, verdammt, ich wollte gerade heilen. Okay, ja, die sind wirklich, oh, die sind wirklich hart. Goblins. Aber dann weiß ich das jetzt, dass die kommen. Das Problem ist, da rauszugehen, so weit zurück. Das Problem, da rauszugehen dann mit den Goblins zusammen, ich weiß nicht, ob wir, wenn wir von der anderen Seite kommen, ob wir die Gruppe hier auslösen. Das weiß ich nicht. Das... Gehen wir nochmal. Eine Statue des Asen, Tür oder was davon übrig ist. Ja, das kennen wir ja nun schon von Bior. Okay. Wie viel Heilung habe ich? Eins. Das ist nicht viel. Das ist gar nicht viel. So. Okay. Ha, Leute! Ich sehe nichts. Kamerawechsel und so. Ah, ich wollte gerade heilen. Okay, also das ist eine ganz blöde Stelle, weil der Kamerawechsel so blöd ist dort. Okay. Ja, okay. Okay. Goblins. Wie kriegen wir Goblins weg? Wir nehmen erstmal schon mal das Heilzeug. Und wenn ich so Trockenübungen mache, ne, dann lädt sich das da oben nicht auf, ne? Nein. hätte ja sein können, habe ich meinen Superangriff gleich. Okay, dann renne ich mit denen doch hier raus. Und versuche die am Tor zu machen. Hier in diesem Tor. Ich muss erstmal gucken, bleibt das offen, wenn ich durchgegangen bin? Ja, scheint so. So, dich nochmal und dann auslösen und weg. Das war Nummer 1. Ah, was soll das denn? Ah, jetzt habe ich A gedrückt, um den niederzustrecken, ja? Und habe eingesammelt und deswegen total viel Schaden gekriegt. Das ist blöd. Das ist also ganz, ganz doof, dass man einsammeln und dieses Ding eben darauf hat. Da ist nichts mehr zum Einsammeln, ne? Ja, Heilung haben wir jetzt auch keine mehr. Ach, ich hoffe, da kommt nicht noch eine Gruppe. Freischalten. Hä? Nach Skadis Tempel. Kommen wir doch eigentlich
Das ist ja das, wo wir nicht weitergekommen sind, oder? Ah, ich weiß, welches Tor das ist. Das ist das Seitentor hier. Ach, wieder so ein blöder Goblin, so ein dämlicher. So, und da ist dann der Kriegstreiber, den wir dann auslösen. Wir haben Heilung ein. Ja, und da gegenüber ist die Kiste. Okay. Okay. Ich überlege, ob wir das probieren. Allerdings würde ich den Fortschritt hier gerne speichern. Und der Speicherpunkt, den nächsten, den wir haben, der ist im Reno. Oder in Jotundria. Wir nehmen den im Reno. Denn selbst wenn wir jetzt sterben sollten, ist ja hier so eine Ladezone immer ein Checkpoint. Und das ist, glaube ich, ganz gut. Gut, jetzt kommen nochmal die Goblins wieder. Warum seid ihr denn so kacke? Wir lösen diese Gruppe jetzt hier aus. Bin ich mir ziemlich sicher. Oh, doch nicht. Doch. Die machen wir wieder hier an der Treppe. Das hat sich einfach bewährt. Oh, Stufe 7. Das ist gut. Also, wir haben jetzt schon ordentlich Level gemacht, ne? Also, wenn das was helfen sollte, dann merke ich davon noch nicht viel. Oh. Warum falle ich denn immer hin? Was soll denn das? Ist doch sonst immer nicht passiert. Ja, da hinten haben wir ja auch noch das Tor, was ich meinte. Dass man sich dann nochmal angucken kann und man da vielleicht auch weitergehen kann. Oh nein, oh, das gibt's doch nicht. Und ich habe mir noch so gedacht, ach, geh doch speichern. Na super. Okay, aber ich lerne ja, ne? Also das passiert mir jetzt ja nicht nochmal. Also, dass ich sterbe vielleicht. Also, das wahrscheinlich sogar mit Sicherheit, aber... Aber ich werde speichern, so oft es möglich ist. Auch den habe ich nicht gesehen. Oh, ich hatte nur noch diesen grünen Dings im Auge. Den habe ich nicht gesehen, sowas Doofes.
Also so ist das eigentlich auch nicht geplant, ne? Also wenn man natürlich dann die ganzen Fortschritte nicht speichert, dann bringt einem das natürlich auch erstmal nicht wirklich was. Gar kein Loot? Na super, so gar kein Loot, ja, das ist natürlich auch voll nett. So, ich renne jetzt durch und speichere. Also nicht wundern. Aber das kennen wir ja so also schon. So, speichern, jawohl, danke. Und dann will ich hier noch mal gucken, vielleicht können wir den Schlüssel jetzt hier irgendwie auch anwenden. Weil es ja hieß sogar unterm Dings, aber ne. Sogar unter Wasser. Aber vielleicht das Tor geradeaus noch mal probieren. Weil wir haben jetzt nur die Möglichkeit, den Kriegstreiber zu machen in Skadias Tempel. Oder hier versuchen weiterzukommen. Ach, fall doch mal um, du Ding. Die sind nervig. Oh. Aber mir dann gleich von denen von eins reindrücken lassen, ist auch nicht wirklich toll. Ah, jetzt hat er mich doch erwischt. Ich habe ein bisschen Angst, die stehen zu lassen, weil wenn ich zu dem Tor gehe, da ja auch noch zwei Gruppen kommen. Und wir haben ja gesehen, dass die durchaus da runterkommen, die Kleinen, ne? Also so auf die Art und Weise ist das echt doof. Und ich glaube, das wird zunächst. Okay, die wurden zurückgesetzt. Na dann. Dann versuchen wir es doch hier lang. Also ab und an werden die dann zurückgesetzt, ne? Also nicht immer, aber. Aber manchmal. Stufe 7. So schnell wie möglich immer die Vergiftung weg, weil das so viel Leben braucht. Also, Heilung wäre toll. Aber vielleicht können wir da durchgehen, wisst ihr? Und wenn wir da durchkommen, vielleicht, ich habe die Hoffnung, oh, dass wir irgendwo mal die Möglichkeit bekommen, wieder was zu kaufen. Oder auch mal was herzustellen, ja? Herzustellen würde mir super gut gefallen. Vielleicht auch mal eine neue Waffe oder irgendwas, ja? Und die nächste Gruppe. Ich weiß gar nicht, ob das nochmal eine Gruppe war. Ah ja, war nochmal eine Gruppe. Okay. So, Herr Troll, wo bist denn du hin? Ach, du zuppelst jetzt da hinten rum. Das ist auch nicht wirklich nett, ne? Mich einfach so stehen lassen. Ich meine, ich finde das gut.
Ich atme zwischendrin wirklich gerne. Oh. Na, ich muss erstmal weg. Von denen immer schön weg, ne, wenn die gestorben sind. Man weiß ja nie. Da tut sich nichts. Aber auch kein Loot, ne? Also das ist wirklich wenig, was man an Loot kriegt. Ein bisschen mehr wäre wirklich schön. Im Allgemeinen mehr Heilung wäre eine tolle Sache. Warum kommt denn jetzt noch mehr? Ach du Kacke, da ist Dings. Gift. So. Ach komm, ich löse das aus. Gab's jetzt mal Loot? Oh, und tote Knochen. Ja, ich freue mich nicht. Hier kann ich nichts machen. Und hier geht's gar nicht weiter. Ah, okay, da war ich mir echt nicht sicher. Okay. Dann wissen wir das. Dann gehen wir jetzt ja, zum Reno zurück. Wir haben nichts an Heilung. Wir haben so gar nichts. Ich werde jetzt aber erstmal nochmal speichern. Liegt da irgendwas? Ne, es sah nur so aus. Ich guck nochmal hier lang, ob da irgendwas... Ne, da, also hier bringt uns nichts weiter, da von der anderen Seite wahrscheinlich eher. Handelst du jetzt mit uns? Wir haben doch, wir sind doch ordentlich Krieger, hast du doch gesehen. Ne, na gut, okay. Okay, ich werde jetzt erstmal den Part beenden. Im nächsten gehen wir dann, ja, zurück, und also zum Skardias Tempel und schauen mal, ob wir, ja, ob wir da weiterkommen. Wir werden sehen. Also Heilung haben wir immer noch nicht wirklich. Ich glaube gar nichts, oder? Ah doch, ein Blatt. Welches ich dann... Nee, habe ich nicht benutzt. Okay, Glück gehabt. Oh, es war nur ein Vergiftungsding. Ja, das ist schon, man ist schon so fahrig irgendwie. Okay. Also, im nächsten Part gehen wir dann da hoch und versuchen da unser Glück. Mal sehen, ob wir da weiterkommen. Also, bis denn. Ciao, ciao.